Willkommen alle zusammen. Shall we begin with a sour prayer? Sollen wir mit einem stillen Gebet beginnen? First of all, I'd like to welcome everyone. Zunächst einmal möchte ich alle willkommen heißen. It was only a few months ago that we were here. Es war nicht mehr, nur ein paar Monate her, als wir das letzte Mal hier waren. And since that time, there has a lot of water gone under the bridge. Und seit dieser Zeit ist wirklich viel Wasser unter der Brücke durchgeflossen. Das ist ein englisches Sprichwort. Also. Okay, yes. Viel passiert. Es ist viel passiert. Yes, much happened. So, this message is progressing very quickly. Diese Botschaft, die schreitet sehr schnell voran. And I know that we have personal dealings with everybody here in the room, maybe less Vera and the other sister there. Und ich weiß, dass wir zu allen hier persönliche Beziehungen haben. Und vielleicht jetzt ein bisschen weniger zu Schwester Vera und der anderen Schwester doch. But we all know how we all understand that this message is the importance of it at least. Aber ich denke, wir verstehen alle, wie wichtig diese Botschaft ist. And how we've all seen over the last several months how much of a shaking has taken place. Und auch während der letzten Monate haben wir gesehen, was für eine Erschütterung stattfand. And how people can quickly go from one side to the other. Just like that. Und wie Leute wirklich von der einen auf die andere Seite überspringen können, so schnell. Now I know that the Lord allows these things to happen to put fear in our hearts, lest it should happen to us. Und ich weiß, dass der Herr diese Sachen erlaubt, damit es Furcht in unser Herzen legt, damit es nicht uns passiert. Okay, and I'm praying that by the time we get to the end of this week. Und ich hoffe, dass beim Ende dieser Woche. That we will have a much deeper conviction of our need to understand these things. Dass wir eine viel tiefere Überführung von diesen Dingen hier haben und die Notwendigkeit davon. So, the first two presentations, all I'm going to do is a quick review to bring us up to the mind now. Die ersten zwei Vorträge von mir sind einfach ein kurzer Rückblick, um uns nochmal in die Zeit des Bindens einzuführen. However, I'm sure that it's a review. I'm sure some of you will need your memories refreshing. Und es ist, denke ich, gut, dass wir so einen Überblick machen, denn ich denke mal, dass einige von euch nochmal euer Gedächtnis erfrischen müssen. Okay, as we go through the week, we will discuss many things. Und während der Woche werden wir viele Dinge uns anschauen. Okay, so just let's firstly deal with the illustrations we have. Lass uns zunächst einmal hier mit den Darstellungen beginnen. So, two or three witnesses is the truth established. Zwei oder drei Zeugen ist eine Sache etabliert. So, line upon line, we've got Christ's line and the Millerite line. Also Linie auf Linie haben wir hier, und das ist einmal hier Christi Linie und die Miller Linie. And here we have our line where history is repeating. Und hier haben wir jetzt unsere Linie, wo sich die Geschichte wiederholt. Okay, and where we want to get down and deal with this binding off period right here. Und wo wir hinkommen wollen, ist hier mit dieser Zeit des Bindens. And understand this time period we're in and the purpose of it. Und wir wollen verstehen diese Zeit, in der wir uns befinden und was der Sinn und Zweck dahinter ist. So let's begin with early writings 259 to 261. Lass uns hier mit früher Schriften 251.1 beginnen. Wir lesen den ersten Absatz. Ich wurde in die Zeit der Verkündigung der ersten Ankunft Christi zurückversetzt. Johannes war in den Geiste und der Kraft des Elias gesandt worden, um Jesu den Weg zu bereiten.
Diejenigen, welche das Zeugnis des Johannes verwarfen, hatten auch von den Lehren Jesu keinen Nutzen. Ihr Widerstand gegen die Botschaft, welche sein Kommen voraussagte, brachte sie so weit, dass sie nicht bereit waren, den stärksten Beweis anzunehmen, dass er der Messias sei. Satan verleitete diejenigen, welche die Botschaft des Johannes verworfen hatten, noch weiter zu gehen und auch Christum zu verwerfen und zu kreuzigen. Indem sie dies taten, brachten sie sich selbst in eine solche Lage, dass sie nicht den Segen am Tage der Pfingsten empfangen konnten, welcher ihnen den Weg zum himmlischen Heiligtum gewiesen hätte. Das Zerreißen des Vorhangs im Tempel zeigte, dass die jüdischen Opfer und Verordnungen nicht länger angenommen würden. Das große Opfer war gebracht und angenommen worden, und der Heilige Geist, der an Pfingsten herniederkam, richtete die Gedanken der Jünger von dem irdischen auf das himmlische Heiligtum, wohin Jesus durch sein eigenes Blut eingetreten war, um über seine Jünger die Wohltat seiner Versöhnung auszugießen. Aber die Juden wurden in gänzlicher Finsternis gelassen. Sie verloren alles Licht, welches sie von dem Erlösungsplan hätten haben können, und vertrauten noch auf ihre nutzlosen Opfer und Gaben. Das himmlische Heiligtum hatte den Platz des irdischen eingenommen, aber sie hatten keine Kenntnis von dem Wechsel. Daher konnten sie keinen Nutzen von der Vermittlung Christi in den Heiligen haben. Okay, the 144,000, they follow Christ wherever he goes, right? Also die 144,000, sie folgen ja Christus, wo immer er auch hingeht. And it's represented the Lamb, the work that's done in the sanctuary, right? Und das stellt dieses Lamm dar und das Werk, was er dort im Heiligtum tut. So Sister White takes this illustration and she shows how the Jews, by failing to understand the work that Christ was doing, how it led them to be left in total darkness. Und Ellen White nimmt hier diese Darstellung und spricht über die Juden, als sie nämlich nicht verstanden haben, das Werk, was Christus dort tat, dass sie in vollständiger Finsternis zurückgelassen wurden. And we know that in Malachi chapter 3 says that the Lord sends his messenger, which is Elijah, before to prepare the way for him. Right? Und in Malachi steht, dass der Herr seinen Boten vor ihm her wegsendet, um den Weg zu bereiten. And we know that John was Elijah. Und wir wissen, dass Johannes Elia war. So she begins, she says, those that did not accept the message of John could not be benefited by the message of Christ. Und sie sagt hier, diejenigen, die die Botschaft des Johannes verwarfen, konnten keinen Nutzen von der Botschaft Christi haben. Those that rejected the message of Christ led them to crucify him and could not be benefited by the work that he was doing in the holy place. Right? Diejenigen, die die Botschaft Christi verwarfen, haben ihn dann gekreuzigt und sie hatten keinen Nutzen von dem Dienst, den er dann im himmlischen Heiligtum anfing. Okay, and she goes on in the next two paragraphs to parallel it perfectly with Millerite history. Right? Und in den nächsten zwei Absätzen setzt sie dann diese Geschichte von der Linie Jesu parallel mit der Miller-Geschichte. Yes, please. Lesen wir es. Viele blicken mit Schrecken auf die Juden, weil sie Christum verwarfen und kreuzigten. Wenn sie die Geschichte seiner Schmach lesen, denken sie, dass sie ihn geliebt und nicht verleugnet haben würden wie Petrus oder ihn gekreuzigt hätten wie die Juden. Aber Gott, welcher die Herzen aller liest, hat die Liebe, welche sie zu besitzen vorgaben, geprüft. Der ganze Himmel überwachte mit tiefstem Interesse die Aufnahme der ersten Engelsbotschaft. Aber viele, die behaupteten, Jesum zu lieben und die beim Lesen der Geschichte des Kreuzes Tränen vergossen hatten, verschmähten die frohe Botschaft von seiner Wiederkunft. Anstatt sie freudig aufzunehmen, erklärten sie dieselbe für eine Täuschung. Sie hassten diejenigen, welche sein Erscheinen liebten, und schlossen sie aus den Kirchen aus. Solche, welche die erste Engelsbotschaft verwarfen, konnten keinen Nutzen von der zweiten haben, ebenso wenig von dem Mitternachtsruf, welcher sie vorbereiten sollte, mit Jesu durch den Glauben in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums einzutreten. Durch die Verwerfung der zwei früheren Botschaften haben sie ihr Verständnis so verfinstert, dass sie kein Licht in der dritten Botschaft, welche den Weg zum himmlischen Heiligtum zeigt, sehen können. Ich sah, dass wie die Juden Christum kreuzigten, die Namenskirchen diese drei Botschaften kreuzigten. Deshalb haben sie keine Erkenntnis über den Weg in das Allerheiligste und können keinen Nutzen von der Vermittlung Christi daselbst haben. Gleich den Juden, welche ihre nutzlosen Opfer darbrachten, schickten sie ihre nutzlosen Gebete aufwärts zu der Abteilung, welche Jesus verlassen hat. Satan, erfreut über die Täuschung, nimmt einen religiösen Charakter an und lenkt die Gedanken dieser
bekenntlichen Christen auf sich selbst, indem er sie durch seine Macht, seine Zeichen und lügenhaften Wunder in seinen Schlingen zu fangen sucht. Manche versucht er auf diese Weise, andere auf eine andere. Er hat verschiedene Täuschungen vorbereitet, um auf die verschiedenen Gemüter einzuwirken. Manche blicken mit Schrecken auf eine Täuschung, während sie eine andere bereitwillig annehmen. Manche verführt Satan durch Spiritismus. Er kommt auch als ein Engel des Lichts und breitet mit vermittels falscher Reformationen seinen Einfluss über das Land aus. Die Kirchen sind stolz und denken, dass Gott wunderbar für sie wirkte, während es das Wirken eines anderen Geistes ist. Die Aufregung wird verschwinden und Welt und Kirche in einem schlechteren Zustande zurücklassen als vorher. Okay, so Miller, right, who was raised up in this history, Sister White also says, was Elijah. Also Miller, der hier in dieser Geschichte aufgerichtet wurde, hat Ellen White gesagt, war auch Elia. Okay, he says, all heaven watched the reception of the first angel's message. Und sie sagt, der ganze Himmel hat die Aufnahme der ersten Engelsbotschaft betrachtet. Those who rejected the first message could not be benefited by the second. Und sie sagt dann, diejenigen, die die erste Engelsbotschaft abgelehnt haben, konnten keinen Nutzen von der zweiten Engelsbotschaft haben. Those who rejected the second crucified him on October 22nd, 1844, when they crucified the messages, she said. Und sie sagt dann, diejenigen, die die zweite Engelsbotschaft nicht angenommen haben, haben dann Jesus hier am 22. Oktober 1844 gekreuzigt, als sie diese drei Engelsbotschaften gekreuzigt haben. Okay, so we can see that by two witnesses here, that these are the histories of the first and the second angel's messages. Right? Also wir haben jetzt hier diese zwei Zeugen, um zu zeigen, dass das hier die Geschichte jeweils der ersten und zweiten Engelsbotschaft darstellt. Okay, and in both histories, it leads to a point where they reject Christ. Und in beiden Geschichten führt dich das letztendlich zu einem Punkt, wo sie dann Christus verwerfen. Now, when you keep that in your mind, it's very important that we understand that. Und bitte behaltet das in Erinnerung, denn es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Now, in this history, this is dealing with the 12 disciples. Nun, in dieser Geschichte hier handelt es von diesen 12 Jüngern. And in this history, it's dealing with the 10 virgins. Und diese Geschichte hier handelt von den 10 Jungfrauen. But she has many quotes where she parallels the 12 disciples with the 10 virgins. Aber sie hat mehrere Zitate, wo sie diese 12 Jünger parallel setzt zu den 10 Jungfrauen. And here's one here in this next quote from Review and Herald, April 21st, 1891. Und hier ist eins im nächsten Zitat hier aus dem Review and Herald, 21. April 1891, Paragraph 8. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, im Gleichnis von den Jungfrauen wurden 5 als weise und 5 als töricht befunden. Kann es sein, dass die Hälfte von uns ohne das Öl der Gnade in unseren Lampen gefunden wird? Sollen wir zu spät zum Hochzeitsfest kommen? Wir haben zu lange geschlafen. Sollen wir weiter schlafen und endgültig verloren sein? Gibt es hier diejenigen, die gesündigt und bereut haben, und werden sie das weiterhin tun, bis Christus kommen wird? Möge Gott uns helfen, dass wir wirklich mit Christus, dem lebendigen Weinstock, vereint sind und Früchte zur Ehre Gottes tragen. Viele fühlen sich reich und halten sich für unbedürftig. Aber solche mögen ihre Sünden bekennen und den Geist Gottes in ihre Herzen lassen. Oh, lasst uns Angst haben, in unserem bösen, reuelosen Zustand weiterzumachen, damit wir nicht wie Judas werden und schließlich unserem gesegneten Herrn verraten. Okay, so the foolish virgins are like Judas, right? Also die törichten Jungfrauen sind wie Judas. So there's many ways where she parallels these two lines, right? Und es gibt jetzt hier viele Art und Weisen, wie sie diese beiden Linien hier miteinander vergleicht. Okay, next quote we're going to read is about this parable of the 10 virgins. Das nächste Zitat, das wir jetzt hier lesen werden, ist über das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Das 16 Engel. Just read the first part. Also sie zitiert hier zunächst mal Matthäus 25, 1 bis 13, das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Und dann steht, in den Botschaften des ersten und zweiten Engels ist eine besondere Botschaft in unsere Welt gekommen. Offenbarung 14, 6 bis 8 zitiert. Unter der Verkündigung dieser Botschaften wurde der Mitternachtsruf gemacht. Und die Gläubigen in den Botschaften wurden aufgefordert, aus den Kirchen auszutreten, weil sie die zweite Ankunft Christi in den Wolken des Himmels predigten. Die ganze Welt sollte diese Botschaft hören, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, um ihm zu begegnen.
Hier ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Okay, so under the proclamation of the first and the second angel's messages was the parable of the 10 virgins. Also unter der Verkündigung der ersten und zweiten Engelsbotschaft unter der Verkündigung der ersten und zweiten Engelsbotschaft fand das Gleichnis der 10 Jungfrauen statt. So, we understand that this is also the history of the seven thunders, which is the history of the first and second. Und wir wissen, das ist auch hier die Geschichte der 7 Donner. Das ist ja dann die Geschichte der ersten und zweiten Engelsbotschaft, sagt sie. So, you have the first message going forward with power there to the second going forward with power there until the third. Also wir haben die erste Engelsbotschaft, die jetzt hier mit Kraft anfängt vorwärts zu gehen bis zum 19. April. Und hier dann die zweite Engelsbotschaft, die mit Kraft vorwärts geht bis zum 22. Oktober. Okay, and at the end of the second angel's message is Matthew 25 and verse 10, and the door was shut. Und am Ende der zweiten Engelsbotschaft ist dann Matthäus 25, Vers 10, wo dann die Tür im Gleichnis der 10 Jungfrauen zugemacht worden ist. Okay, let's continue reading. Lass uns weiterlesen. Als die 10 Jungfrauen ausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen, waren ihre Lampen geschmückt und brannten. 5 dieser Jungfrauen waren weise. Sie erwarteten eine Verzögerung und füllten ihre Gefäße mit Öl, vorbereitet für jeden Notfall. Von diesen Flaschen wurden ihre Lampen versorgt, damit sie nicht verloschen mögen. Aber 5 von ihnen hatten nicht diese Weitsicht. Sie haben keine Vorkehrungen für Enttäuschungen oder Verzögerungen getroffen. Der zweite Ruf ist erfolgt. Und die 10 Jungfrauen halten immer noch Ausschau nach dem Bräutigam. Stunde um Stunde vergeht. Ihre Augen suchen sehnsüchtig nach dem Erscheinen des Bräutigams. Aber es gibt eine Verzögerung und die müden Wachenden schlafen ein. Aber um Mitternacht, zur dunkelsten Stunde, wenn ihre Lampen am meisten gebraucht werden, ertönt der Schrei, siehe, der Bräutigam kommt. Die schlafenden Augen sind geöffnet. Alle sind in Aufregung. Sie sehen die Prozession, an der sie sich beteiligen sollen, weitergehend, hell mit Fackeln und mit Musik. Sie hören die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Die 5 weisen Jungfrauen füllen ihre Lampen mit dem Öl in ihren Gefäßen und ihre Lampen brennen hell. Okay, so it says there the second call is made. Also steht hier, dass dieser zweite Aufruf erfolgt. So where was the second call begin to be made? Und wo fing der zweite Ruf an zu ergehen? According to this quote. Gemäß diesem Zitat. Come on, this is revision. Everybody should be shouting out the answers, right? Hier ist ein Rückblick, jeder sollte an sich die Antwort herausposaunen. April 19th, right? Der 19. April. Because this is where the waiting time began, right? This began to tarry. Right? Denn das ist ja hier, wo diese Verzögerungszeit anfing. So, it says that... just write the roof. Sollte. So, if this is the second call, what came before it? Also wenn das hier dieser zweite Ruf oder Aufruf ist, was kam davor? The first call, right? Es kam einen ersten Aufruf. We know that this second call is the second angel's message, and therefore the first call is the first angel's message. Also wir wissen ja, dass hier dieser zweite Ruf, diese zweite Engelsbotschaft dort markiert. Deswegen der erste Ruf muss dann die erste Engelsbotschaft darstellen. Now, you might think, well, that's obvious, but there's a reason why I'm putting that in place. Und ihr mögt jetzt vielleicht denken, ja, das ist ja klar, aber es gibt einen Grund, warum ich das hier an den Platz setze. Okay, so let's now go to the next quote, and it deals with how Sister White parallels the triumphal entry with the midnight cry. Okay, gehen wir jetzt zum nächsten Zitat, und da vergleicht jetzt Ellen White den Mitternachtsruf mit dem triumphalen Einzug. Der Mitternachtsschrei oder Mitternachtsruf vielmehr wurde nicht so sehr durch Argumente getragen, obwohl der Beweis der Schrift klar und eindeutig war. Mit ihr einher ging eine treibende Kraft, die die Seele bewegte. Es gab keinen Zweifel, keine Fragen. Anlässlich des triumphalen Einzuges Christi nach Jerusalem strömten die Menschen, die aus allen Teilen des Landes versammelt waren, um das Fest zu feiern, zum Ölberg. Und als sie sich der Menge anschlossen, die Jesus begleitete, nahmen sie die Inspiration der Stunde auf und halfen, den Ruf zu schwellen: Selig ist, der im Namen des Herrn kommt.
In gleicher Weise fühlten Ungläubige, die zu den adventistischen Versammlungen strömten, einige aus Neugierde, andere nur zum Spott, die überzeugende Kraft, welche die Botschaft begleitete, siehe, der Bräutigam kommt. So, blessed is he that cometh in the name of the Lord, is this a parallel to behold the bridegroom cometh. Right? Also, gesegnet ist der kommt im Namen des Herrn, ist dasselbe wie, siehe, der Bräutigam kommt. And Sister White says, as long as Christ was riding that ass into Jerusalem, before the sun went down, there was still an opportunity for them to repent. Helmut sagt, solange Christus dort auf diesem Esel nach Jerusalem einritt und die Sonne noch nicht ganz untergegangen war, hatten sie noch die Möglichkeit, Buße zu tun. Because we know that when he went into the temple, he says, your house is left unto you desolate. Denn als er in den Tempel ankam, hat er gesagt, euer Haus soll jetzt euch wüst hinterlassen werden. Like manna, right? The midnight cry led up, went all the way up to October 22nd, 1844, where the door was shut. Und genauso war es auch hier im Mitternachtsruf, der dann bis zum 22. Oktober 1844 reichte, wo dann die Tür geschlossen wurde. Both them mark the power of God, right? The power of the Holy Spirit, enabling them to give these last warning messages before the door shut, right? Also beide Ereignisse markieren hier diese Kraft Gottes, die sie dann dazu befähigt hat, diese letzte Warnungsruf zu geben, vor die Tür zu gehen. Okay. So, let's now understand our history, right? Because these two witnesses are given to us, there's many witnesses, right? We've got all these other lines, but we're just dealing with these two. Also wir wollen jetzt uns unsere Geschichte anschauen und wir haben jetzt hier diese zwei Zeugen uns jetzt auch angeschaut. Und es gibt natürlich noch mehr Linien, aber wir wollen uns jetzt hier nur diese beiden Zeugen anschauen. Okay, and we're just going to show, quickly remind ourselves, how we parallel these things to bring us down to our time. Wir wollen jetzt einfach nur uns kurz nochmal dran erinnern, wie wir diese Dinge jetzt hier aus den zwei Zeugen hier in unsere Zeit übertragen. Okay, so this next quote we're going to read shows how those histories or the first and second angels' message have to repeat in our time. Das nächste Zitat zeigt uns jetzt, dass wie hier diese Geschichten der ersten und zweiten Engelsbotschaft jeweils sich in unserer Zeit wiederholen müssen. Okay, auf Seite 3. Die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft wurde durch das Wort der Inspiration festgelegt. Es darf kein Stückchen davon entfernt werden. Keine menschliche Autorität hat das Recht, den Ort dieser Botschaften zu ändern. Ebenso wenig wie das Neue Testament anstelle des Alten zu setzen. Das Alte Testament ist das Evangelium in Figuren und Symbolen. Das Neue Testament ist die Substanz. Das eine ist so wichtig wie das andere. Das Alte Testament präsentiert Lehren von den Lippen Christi und diese Lehren haben ihre Kraft in keiner Weise verloren. Die erste und zweite Botschaft wurden 1843 und 44 gegeben. Und wir stehen jetzt unter der Verkündigung der dritten. Aber alle drei Botschaften müssen weiterhin verkündigt werden. Es ist nach wie vor unerlässlich, dass sie für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen, wiederholt werden. Mit Feder und Stimme sollen wir die Botschaft verkündigen und ihre Ordnung und die Anwendung der Prophezeiungen, die uns zur Botschaft des dritten Engels führen, zeigen. Es kann keine dritte ohne die erste und zweite geben. Diese Botschaften sollen wir der Welt in Veröffentlichungen, in Vorträgen geben und in der Linie der prophetischen Geschichte die Dinge aufzeigen, welche gewesen sind und Dinge, welche noch sein werden. Okay, so there's lots of keys in this quote. Also in diesem Zitat gibt es jetzt viele Schlüssel. So first thing is, important thing is that these messages that were located in history are solid, they're not to be moved, right? Also zunächst einmal sagt sie hier, dass diese Botschaften, die in der Geschichte festgelegt worden sind, unveränderbar sind, unverrückbar sind. So yeah, the history of the first, the history of the second, leading you up to the third, and she says, we are now under the proclamation of the third, right? Also wir haben jetzt die Geschichte der ersten, zweiten Engelsbotschaft, die uns dann zur dritten bringen, und sie sagt, wir sind jetzt unter der dritten. But, it says, but all three of the messages are still to be proclaimed. Weil hier in der Mitte das Unterstrichene, aber alle drei Botschaften müssen weiterhin verkündigt werden. How? Wie? So we have to understand how are they to be proclaimed, right? Wir müssen verstehen, wie sie verkündigt werden müssen. It says by pen and voice we have to sound the proclamation showing their order,
Right? Es geht dann da weiter. Mit Feder und Stimme sollen wir die Botschaft verkündigen und ihre Ordnung zur Anwendung der Prophezeiung zeigen. Can you have the second before the first? Kannst du die zweite vor der ersten haben? No. No. Can you have the third before the second? Kannst du die dritte vor der zweiten haben? No, it says, nein. Showing their order and the application of the prophecies that bring us to the third angel's message. Nein, wir sollen nämlich hier die Ordnung und die Anwendung der Prophezeiung zeigen, die uns zur Botschaft des dritten Engels führen. So in these past histories it shows us the order, right? Also in diesen vergangenen Geschichten wird uns die Ordnung aufgezeigt. Did you have the messengers raised up, gives the first angel's message? Nämlich, dass ein Botschafter aufgerichtet wird, der die erste Engelsbotschaft verkündigt. The message that convicts you of your sin. Das ist diese Botschaft, die dich von Sünde überführt. Okay, and then the second angel's message comes that teaches us about his righteousness. Und dann kommt die zweite Engelsbotschaft, die uns dann über seine Gerechtigkeit lehrt. That points us to the judgment, the third message, right? Die uns dann zur dritten Engelsbotschaft, zum Gericht hinweist. And we know that you cannot have, it says that you cannot have a third without a first and second, right? Sie sagt uns hier, du kannst keine dritte haben, ohne zuvor die erste und zweite empfangen zu haben. So just like the disciples had to go through this history in order to have this history, and the Millerites had to go through this history in order to have this history, that history has to be repeated for us. We have to have that same experience, right? Deswegen, genauso wie die Jünger erstmal durch diese Geschichte, ersten und zweiten, gehen mussten, um jetzt diese Geschichte zu erfahren, oder die Milleriten hier durch diese Geschichte hindurchgehen mussten, um dann diese Geschichte durchmachen zu können, so müssen auch wir zunächst einmal durch diese Geschichte hindurch geführt werden, um jetzt diese Geschichte durchleben zu können. And the very last line is an important point, right? Und in der letzten, im letzten Satz ist eine wichtige Aussage. It says, showing in the line of prophetic history the things that have been and the things that will be, right? Steht in das Fettgedruckte. In der Linie der prophetischen Geschichte die Dinge aufzeigen, welche gewesen sind und die, welche noch sein werden. So in our history, which is the present, also in unserer Geschichte, was die Gegenwart darstellt, right? You have to show the things that have been, that's the past. Sollst du die Dinge aufzeigen, die gewesen sind, das ist die Vergangenheit. And you're pointed to things that will be in the future. Und du weißt aber auf Dinge, die noch kommen werden in der Zukunft. We've done presentations on this, right? Sister White says that the prophecy shows the past, the present and the future, right? Wir haben Vorträge darüber gemacht. Und Ellen White sagt ja, die Prophetie zeigt uns die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft auf. So, let's read Life Sketches 423. Lass uns das nächste Zitat aus LS 423 lesen. Uns als Dienern Gottes ist die dritte Engelsbotschaft anvertraut worden. Die Binding of Botschaft, oder diese Botschaft des der Zeit des Bindens. Die Aufgabe der Vorbereitung eines Volkes auf das Kommen unseres Königs. So, which message prepares us for Christ's coming? Also, welche Botschaft bereitet uns auf das Kommen Christi vor? The third angel's message. Das ist die dritte Engelsbotschaft. But you cannot have a third without a first and second, right? Aber du kannst keine dritte haben, ohne zuvor die erste und zweite empfangen. So, the whole purpose of the first and second is to prepare you for what's coming in the third, right? Deswegen der ganze Sinn und Zweck der ersten und zweiten Engelsbotschaft ist, dich vorzubereiten für das, was unter der dritten kommen wird. Okay, if a football team is going to play in a competition, do they make solid preparations? Wenn ein Fußballteam jetzt in einem Wettkampf steht, machen sie da nicht strenge Vorbereitungen? If an army is going to go to war, does it train for that war before it goes? Oder wenn eine Armee sich auf einen Krieg rüstet, dann trainiert sie nicht davor dafür? Right. If either of them does not make the right preparations, what are they going to do when it comes to the actual event? Und wenn beide von denen keine richtigen Vorbereitungen treffen, was wird dann mit ihnen passieren, wenn es zu dem Ereignis kommt? They're going to fail, right? Dann werden sie versagen. And this is why we understand that this is a type, right? It's an actual illustration of what's going to come in the third, right? Deswegen verstehen wir, dass das hier so einen Typus darstellt, denn es ist eine tatsächliche Darstellung von dem, was dann kommen wird. Because when you get in the third, there's nothing new. There's nothing that you haven't already gone through
in a small measure to teach you what you have to experience now, right? Denn wenn du zu dritten kommst, da wird es nichts Neues geben. Nichts, was du nicht vorher dann schon in einem kleinen Maße durchgemacht hast. The Lord wants to save us, right? Denn der Herr möchte uns ja retten. He's not trying to catch us out in any way, right? Er möchte uns nicht irgendwie austricksen. Okay, let's jump down now to this next heading under the third. Nächstes Zitat unter der Überschrift unter der dritten Engelsbotschaft. Evangelism 196.1. Der Gegenstand von größter Bedeutung ist die Botschaft des dritten Engels, welche die Botschaften des ersten und zweiten Engels umfasst. Alle sollten in diesen Botschaften enthaltenen Wahrheiten verstehen und im täglichen Leben demonstrieren, denn dies ist für die Erlösung unerlässlich. So, what repeats actually under the third angel's message? Also was wiederholt sich unter der dritten Engelsbotschaft? The first and second. Die erste und zweite. But that's why it's showing you. You go through the first and second, right? Because you can't have the third without the first and second. Und das zeigt uns hier, ja, du musst erst durch die erste und zweite durchgehen, um die dritte zu bekommen, denn du kannst nicht die dritte haben ohne die erste und zweite. Because under the third, you're going to go through the first and second again, and if you've not gone through them in a preparatory time, you're not going to pass them in the actual test. Denn unter der dritten gehst du ja nochmal durch die erste und zweite durch. Und du kannst das nicht machen, es sei denn, du bist vorher schon in der Vorbereitung durch diese Schritte hindurchgegangen. Und sonst würdest du in diesem tatsächlichen Test unter der dritten dann versagen. Next quote. Nächstes Zitat. Wir werden den Maßstab anheben. Wir werden unsere wahren Farben dem Blick der Menschen und der Engel zeigen und unseren Glauben an die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft bekennen. Nun, unter der dritten, haben alle diese Botschaften Platz in den Warnungen, die der Welt gegeben werden sollen. Okay, the next quote. Nächstes Zitat. Die Botschaften der ersten und zweiten Botschaften des ersten und zweiten Engels sind mit der Botschaft des dritten Engels verbunden. Die Kraft der Verkündigung der ersten und zweiten Engelsbotschaften soll in der dritten Engelsbotschaft konzentriert werden. Okay, so we see that the first and second angel's message is concentrated. The actual perfect fulfillment of it is under the third message, right? Wir sehen hier, die Kraft der ersten und zweiten Engelsbotschaft ist in der dritten konzentriert. Das ist, wo sie sich perfekt erfüllen werden. So Christ is the pattern man, and he's given us the patterns which to follow, right? Also Christus ist dieser Mann der Muster, und er gibt uns diese Muster vor, die wir zu befolgen haben. Did Christ give Moses a pattern? Hat Christus Mose ein Muster gegeben, ein Abbild? Yes, and he had to follow the pattern perfectly, right? Er musste diesem Muster perfekt Folge leisten. Did Christ give Solomon, or in fact he gave it to David, a pattern? Und hat Christus David ein Muster gegeben? Right, and Solomon, his son, had to follow that pattern perfectly, right? Und Salomo, der Sohn Davids, dann musste dieses Abbild oder dieses Muster perfekt folgen. And Isaiah 28 teaches us that the Lord is teaching us line upon line upon line. Past histories are going to repeat, right? Und Jesaja 28 sagt uns ja, dass der Herr uns Linie auf Linie auf Linie lehrt. Die vergangenen Geschichten werden sich perfekt wiederholen. Okay, now, so we've dealt with the first and the second messages, right? And here in our history, we have this from 9/11 to 2014 and from 2014 leading us down to midnight. Also wir haben jetzt hier mit den ersten und zweiten Engelsbotschaften uns befasst, hier von 9/11 2014 bis Mitternacht A, ist das dann in unserer Zeit. Okay, so let's look at the third now. Lass uns jetzt die dritte anschauen. So we're going to go back up to now this period after the cross. Und gehen wir jetzt hier zurück in die Zeit Jesu, in die Zeit nach dem Kreuz. Okay, I don't know what's happened, maybe I forgot to put the... Yeah, I've not put a reference for the quote here. Excuse me. Und ich habe jetzt hier leider die Quellenangabe für das nächste Zitat vergessen einzufügen. Wir werden die nachreichen, wenn ihr dann die Notizen nachher bekommt. Okay. Es steht, der Handlung Christi, seinen Jüngern den Heiligen Geist einzuatmen und ihnen seinen Frieden zu vermitteln, war wie wenige Tropfen vor dem reichlichen Regen, welcher am Pfingsttag gegeben werden sollte. So, we know that after the cross, Christ came back for 40 days, and it says,
he breathed upon his disciples a few drops before Pentecost, right? Wir wissen, dass Christus nach dem Kreuz und der Auferstehung wieder zu seinen Jüngern zurückkam für 40 Tage und er hat sie dann angehaucht und es waren hier ein wenige Tropfen vor der vollen Ausgießung. And we know that he took them back through all this history and he took them back to all the old stories and gave them a correct understanding, right? Und wir wissen ja, dass Jesus sie dann nochmal durch all ihre vergangene Erfahrungen hier durchgeführt hat und sie auch nochmal diese ganzen vergangenen Propheten und Prophezeiungen nochmal erklärt hat. Because they had failed to comprehend his words correctly. Denn right? Sie haben es nicht diese Sachen nicht richtig verstanden gehabt. So if this is a correct illustration, we should see the same thing on October 22nd. Und wenn das eine richtige Darstellung ist, dann sollten wir dasselbe hier auch am 22. Oktober sehen. So let's read this next quote. It's Sister White's it's from the end of the 2300 days. Und das ist jetzt aus der Vision vom Ende der 2300 Jahre oder Tage. Da steht folgendes. Zur Erbauung Gesichte 45.2. Ich sah den Vater sich von dem Thron erheben und an einem Feuerwagen das Allerheiligste hinter den Vorhang gehen und sich niedersetzen. Dann erhob sich Jesus von dem Thron und die meisten, die vor demselben gebeugt waren, erhoben sich mit ihm. Ich sah keinen Lichtstrahl, der sich von Jesu über die sorglose Zahl ergoss, als er sich erhob. Sie befanden sich in völliger Finsternis. Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, hielten ihre Augen auf ihn gerichtet, als er den Thron verließ und eine Strecke wegging. Dann erhob sich sein rechter Arm und wir hörten ihn mit lieblicher Stimme sagen: Wartet hier, ich will zu meinem Vater gehen, um das Reich zu empfangen. Haltet eure Kleider rein und in einer kurzen Weile will ich wiederkommen von der Hochzeit und euch zu mir nehmen. Dann kam ein Wolkenwagen mit Rädern gleich Feuer von Engeln umgeben, dahin, wo Jesus war. Er stieg in den Wagen und wurde zu dem Allerheiligsten getragen, wo der Vater saß. Dann sah ich Jesum, den großen Hohepriester, vor dem Vater stehen. An den Saum seines Gewandes waren abwechselnd Schellen und Granatäpfel. Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, folgten ihm im Glauben in das Allerheiligste und beteten: Vater, gib uns deinen Geist. Dann ließ Jesus den Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, Macht, viel Liebe, Freude und Friede. Okay, so you have the very same illustration. You have Jesus breathing upon them the Holy Spirit right here. But you also have in this illustration Satan breathing upon all those that rejected the message, right? Also wir haben hier genau dieselbe Darstellung, dass Jesus jetzt über diejenigen hier, die treu waren, den Heiligen Geist haucht. Aber im nächsten Absatz würde man dann lesen, dass auch Satan dort all diejenigen, die diese Botschaft abgelehnt haben, mit seinem Geist anhaucht. Okay, the disciples were disappointed here because they had not comprehended Christ's words, right? Und die Jünger waren ja hier enttäuscht, weil sie seine Worte nicht verstanden haben. Okay, the Millerites were disappointed here because they had also not comprehended correctly the tarrying time in the prophecy, right? Und auch die Milleriten waren hier enttäuscht, weil sie kein richtiges Verständnis von der Verzögerungszeit hatten. But brothers and sisters, I need you to understand. These things are recorded that we don't make the same mistakes, right? Aber ich möchte euch zu verstehen geben, liebe Geschwister, diese Sachen sind aufgezeichnet worden, damit wir nicht dieselben Fehler hier begehen. Okay? Not gonna happen here. Das darf hier nicht passieren. It happens here, you're in a lot of trouble because the past histories have been given you there that you don't tread on the same ground. Wenn das dir hier passieren würde, dann wärst du in großen Schwierigkeiten, denn die vergangenen Geschichten sind uns gegeben, dass du nicht denselben Grund und Boden betreten musst. Okay, now she's going to talk about the time period of the angel of Revelation 18, right? Nun spricht sie im nächsten Zitat über die Zeit des Engels aus Offenbarung 18. Mit großer Sehnsucht freue ich mich auf die Zeit, in der die Ereignisse des Pfingsttages mit noch größerer Kraft als damals wiederholt werden. Johannes sagt, ich sah einen anderen Engel vom Himmel herabsteigen, der eine große Macht hatte und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Dann wie zur Pfingstzeit werden die Menschen die Wahrheit hören, die zu ihnen gesprochen wird. Jeder Mensch in seiner eigenen Sprache. Gott kann jeder Seele, die sich aufrichtig wünscht, ihm zu dienen, neues Leben einhauchen.
und die Lippen mit einer lebendigen Kohle vom Altar aus berühren und sie mit seinem Lob beredet werden lassen. Tausende von Stimmen werden von der Kraft durchdrungen sein, die wunderbaren Wahrheiten des Wortes Gottes zu verkündigen. Die stotternde Zunge wird sich lösen und die Schüchternen werden stark gemacht, um mutige Zeugen der Wahrheit zu sein. Möge der Herr seinem Volk helfen, den Seelentempel von jeder Verunreinigung zu reinigen und eine so enge Verbindung zu ihm aufrechtzuerhalten, dass sie an dem Spätregen teilnehmen können, wenn er ausgegossen wird. Okay, so, she's marking the angel of Revelation 18 and she's likening it to the season of Pentecost, right? Also sie markiert hier den Engel aus Offenbarung 18 und sie vergleicht es mit der Zeit des Pfingstens. Okay, and in Christ's time period, so after the cross, it led down to Pentecost, right? Und eine christliche Linie nach dem Kreuz hat das sie letztendlich dann zu Pfingsten gebracht. Okay, 40 days Christ came and then he went up to heaven and then there was this 10 days in the upper room led them down to the outpouring of the Holy Spirit. Also 40 Tage ist der Christus auf der Erde gewesen und dann ist er in den Himmel gefahren und dann waren sie noch 10 Tage im Obergemach und dann kam Pfingsten. Now I've got two illustrations here because there's two separate lines that are brought together in this one illustration. Ich habe jetzt hier zwei Darstellungen von Pfingsten hier, denn es gibt zwei verschiedene Linien, die das dann jeweils unterschiedlich illustrieren. Because you also got the upper room leading down to, sorry, you also got Pentecost leading down to the stoning of Stephen, which was the shut door in that time period. Denn wir haben auch Pfingsten, das dann zu der Steinigung des Stephanus führte, was die geschlossene Tür illustriert. Okay, that's something else we talk about later, but I'm just. Das ist was anderes, das werden wir noch später thematisieren. But I just want you to know that she's likening Angel of Revelation 18 to Pentecost, right? Ich möchte euch hier erkennen lassen, dass sie den Engel aus Offenbarung 18 mit Pfingsten vergleicht. So let's now look at this time period and see how it applies to us. Und lass uns jetzt zu dieser Zeitspanne gehen und schauen, wie sich das auf uns bezieht. And let's read the first paragraph of 2nd Emma. Lass uns den ersten Absatz lesen hier vom 2. MR, das letzte Zitat hier auf Seite 4. Ich wollte nur sagen, hier im letzten Satz von dem Zitat davor, wo da steht der letzte Regen, das soll eigentlich der Spätregen heißen. Ich habe es direkt richtig vorgelesen. Okay. Also sie sagt jetzt hier im letzten Zitat, der Offenbarer sagt, ich sah einen anderen Engel vom Himmel herabsteigen, der große Macht hatte, und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erhellt. Und er rief mit großer Stimme und sagte, Babel, die Große ist gefallen. Offenbarung 18, 1 und 2. Dies ist die gleiche Botschaft, die der zweite Engel gegeben hat. Babylon ist gefallen, weil sie alle Nationen dazu gebracht hat, aus dem Wein des Zorns ihrer Unzucht zu trinken. Offenbarung 14, Vers 8. Was ist das für ein Wein? Ihre falschen Lehren. Sie hat der Welt einen falschen Sabbat statt des Sabbats des vierten Gebotes gegeben und die Lüge wiederholt, die Satan zuerst Eva in Eden erzählt hat, die natürliche Unsterblichkeit der Seele. Viele gleichartige Irrtümer hat sie weit und breit verbreitet und lehrte Gebote, die nichts als Menschengebote sind. So in this first paragraph, she talks about the angel of Revelation 18, 1 and 2 and says how it's marking the repeat of the second angel's message, right? Also hier im ersten Teil des Zitats spricht sie darüber vom Engel von Offenbarung 18, 1 bis 2 und erklärt uns, wie dieser Engel die zweite Engelsbotschaft wiederholt. Now in this history, the second angel began to be given here, right? And it went forward with power here. Babylon is fallen. Come out of Babylon, right, was the message given. Also hier in dieser Geschichte, der Miller-Geschichte, ging die zweite Engelsbotschaft, wurde sie hier verkündigt und hier damit Kraft und der Ruf erging auch mit einher. Babylon ist gefallen, kommt aus ihr heraus, mein Volk. And we know that this history is a type that's repeated under the third message, right? Und wir verstehen, dass diese Geschichte ein Typus ist, die sich dann wieder unter der dritten Engelsbotschaft wiederholen wird. Because we just read under the third, the first and second angel's message that is powerfully concentrated under that message, right? Denn wir haben ja gelesen, dass unter der dritten die erste und zweite Botschaft sich nochmal in Kraft konzentrieren wird. We understand the angel of Revelation 18 is the third angel's message, right? Wir verstehen, dass der Engel aus Offenbarung 18 der dritte Engel ist.
But here it's saying that Revelation 18:1-2 is the repeat of the second angel, right? Aber hier sehen wir, dass Offenbarung 18:1-2 die Wiederholung der zweiten Engelsbotschaft ist. Okay, and it's saying it's talking about the wine of Babylon. Und es spricht hier vom Wein Babylons. And that wine of Babylon is her false doctrines, her false Sabbath, right? Und dieser Wein Babylons ist hier ihre falschen Lehren, dieser falsche Sabbat. And we're going to give so much evidence. Evidence upon evidence upon evidence to show that the repeat of the second angel's message under the angel of Revelation 18 is the Sunday law crisis. Right? Wir werden so viele Beweise, Beweise über Beweise geben, dass diese Wiederholung hier des zweiten Engels die Sonntagsgesetzkrise darstellt. Okay, let's read the rest now and we'll see how this past history is teaching us about the future. Lass uns jetzt hier den Rest des Zitats lesen auf Seite 5 dann. Und wir sehen, wie die vergangene Geschichte uns die Zukunft lehrt. Seite 5, das erste Zitat, das ist einfach der nächste Absatz von dem Zitat davor. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner frevlerischen Entweihung. Fast der letzte Akt seines Dienstes war es, den Tempel ein zweites Mal zu reinigen. So werden in der letzten Arbeit für die Warnung der Welt zwei verschiedene Aufrufe an die Kirchen ergehen. Okay, stop there, right? So what she does is she says, as Christ began his public ministry, right? And he began his public ministry when he cleansed the temple for the first time. Also sie sagt ja, als Christus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel das erste Mal. So when he was baptized, he had 6 months, and then it comes to the first Passover, and from Passover to Passover is 3 years. Also als Christus getauft wurde, 6 Monate später, kam er dann zum Passa, wo er den Tempel das erste Mal reinigte. Und dann von Passa bis Passa waren diese 3 Jahre, wo er öffentlich gedient hat. Okay, so it says, at the beginning of his ministry he cleansed the temple the first time, at the end of his ministry he cleansed it for the last time. Also sagt er, am Anfang seines Dienstes reinigte er den Tempel das erste Mal und am Ende seines Dienstes reinigte er den Tempel das zweite Mal. And he parallels it to 2 distinct calls to the churches at the end of the world, right? Sie vergleicht das dann mit 2 verschiedenen Aufrufen hier an die Kirchen am Ende der Welt. So what are those 2 distinct messages? Nun, was sind diese 2 verschiedenen Botschaften? Now remember, we put this in place, first call, second call, right? Denkt dran, wir haben das hier schon an Platz gesetzt, nämlich der erste Ruf und der zweite Ruf. So what would the third angel's message be? Was wäre dann wohl die dritte Engelsbotschaft? The third call, right? Der dritte Ruf, richtig? But it's saying here there are 2 distinct calls, right? So 2 of these 3 calls are being distinct here, right? Aber hier sagt es, es sind 2 verschiedene oder man kann auch übersetzen bestimmte Aufrufe. Because distinct means they're being very specific about which 2 calls it's talking about, right? Das Wort distinct im Englischen bedeutet, sie sind verschieden, aber ganz bestimmt. Ja. Sind also nicht irgendwelche Aufrufe, sondern ganz bestimmte Aufrufe. Now it tells you which 2 distinct calls it's talking about, right? Dann wird sie uns nämlich sagen, welche 2 bestimmten oder verschiedenen Aufrufe das sind. Sie sagt, das Unterstrichene, die Botschaft des zweiten Engels und die Stimme vom Himmel kommt aus ihr heraus, mein Volk. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Missetaten gedacht. Offenbarung 18:4-5. So, what's the 2 distinct calls? Und was sind diese 2 bestimmten Aufrufe? They're the second. Aber die zweite. And the third, right? Und die dritte Botschaft. Yes? Kann das jeder sehen? Because she's paralleling it to the 2 temple cleansings, right? This first disappointment Millerite history, second disappointment Millerite history. Sie setzt es ja parallel zu den 2 Tempelreinigungen in der Zeit von Jesus, was dann auch 2 Enttäuschungen waren hier in der Zeit der Milleriten. Okay. Everybody follow? 2 distinct calls. The 2 calls that she's paralleling were the 2 temple cleansings in Christ's history. Und diese 2 Aufrufe, die sie dann parallel setzt, waren diese 2 Tempelreinigungen in der Zeit Jesu. So, yeah, this is why you have all these separations that take place at these waymarks, right? Because they're typifying this what's going to be perfected under the third. Deswegen hast du ja diese diese Trennungen jeweils, die unter diesen Wegmarken hier dann stattfinden. Und sie schatten jeweils dann voraus, was auch unter der dritten sich wiederholen wird. Okay, let's read the last paragraph, right?
Lass uns jetzt noch hier den letzten Absatz dieses Zitats lesen. So wie Gott die Kinder Israel aus Ägypten herausgerufen hat, damit sie seinen Sabbat halten, so ruft er sein Volk aus Babylon heraus, damit sie das Tier und sein Bild nicht anbeten. Der Mann der Sünde oder der Mensch der Sünde, der dachte, Zeit und Gesetz zu ändern, hat sich über Gott erhoben, indem er der Welt diesen falschen Sabbat präsentiert hat. Die christliche Welt hat dieses Kind des Papsttums angenommen, es gewiegt und genährt und so Gott herausgefordert, indem er sein Denkmal entfernt und einen rivalisierenden Sabbat aufgestellt hat. So, she takes the calling out of Egypt and parallels it to the calling out of Babylon, right? Also sie nimmt jetzt hier diesen Ruf aus Ägypten herauszukommen und setzt es parallel mit dem Ruf aus Babylon rauszukommen. So, when the children of Israel were coming out of Egypt, what was the controversy? What was Pharaoh preventing them from doing? Als die Kinder aus Ägypten herauskamen, was hat Pharao damals sie versucht zu hindern zu tun? Was war diese Streitfrage? The Sabbath issue, right? Es ging um den Sabbat damals. Okay, he was refusing to let them keep the Sabbath. Er hat es abgelehnt, dass sie den Sabbat halten dürfen. He's showing you the call out of Babylon is because they are now persecuting God's people for keeping the Sabbath, right? Und das ist eine Parallele dann mit dem Ruf aus Babylon, denn dort werden wir auch verfolgt werden, weil wir den Sabbat halten wollen. Okay, so under the third, right? The third message in this time period is just a repeat of the first and second, right? Also, wir haben ja schon gesehen, unter der dritten wird es einfach nur eine Wiederholung der ersten und zweiten Engelsbotschaft sein. So, it's exactly the same structure, right? Das ist deswegen dieselbe Struktur. So, we know that in the third angel's message, in our history, it's paralleled by these two histories, right? Wir wissen, dass hier in die dritte Engelsbotschaft auch parallel ist mit diesen beiden Geschichten hier. So, we know that when you get to Pentecost, it was typified by the waving of the two loaves of bread, right? Deswegen, wenn wir hier zu Pfingsten kommen, dann ist das ja dargestellt durch diese zwei Leibbrot, die dort geschwenkt worden sind vor dem Herrn. Okay, the two loaves of bread had leaven in it and they were baked out, right? Und diese zwei Leibbrot, sie hatten ja Sauerteig in sich, das ausgebacken wurde. When the children of Israel got to Mount Sinai, what time in the Jewish calendar was it? Als die Kinder Israels zum Berg Sinai kamen, zu welcher Zeit im jüdischen Kalender war das? Oder was für ein Datum war das? Was 50 days after they left the Red Sea, right? Es war 50 Tage, nachdem sie durch das Rote Meer gegangen sind. And they left Egypt on Passover, right? Und sie haben ja Ägypten am Passa verlassen. And on the third day they came to the Red Sea. Und am dritten Tag kamen sie zum Roten Meer. So that's the first day, right? Das ist also der erste Tag dieser 50 Tage. So when you count that's 52 days from Passover to Mount Sinai, right? Deswegen, das sind dann 52 Tage vom Passa bis zum Berg Sinai. And she says it was the Pentecostal season when they got to Mount Sinai. Und sie sagt, es war diese Pfingstsaison, als sie zum Berg Sinai kamen. And Mount Sinai, Pentecost is 52 days from the 52nd day from Passover. Right. Und Pfingsten ist immer der 52. Tag nach dem Passa. Okay. So, what were they given on Mount Sinai? Und was wurde ihnen am Berg Sinai gegeben? Two tables of stone, right? Zwei Steintafeln, richtig? Okay. So you got two tables of stone at Pentecost. You got two loaves of bread at Pentecost. And in 1850 they get given the two prophetic charts, right? Also sie hatten zwei Tafeln aus Stein am Pfingsten gegeben. Hier in Pfingsten diese zwei Leibbrot, die dort vor dem Herrn geschwungen wurden. Und hier in 1850 hatten sie jetzt diese zwei Tafeln, diese zwei prophetischen Karten. Okay. The second card was given to show the failed to understand the time in the first chart, right? Also diese zweite Karte wurde dort erstellt, um den Fehler auf der ersten Karte zu korrigieren. Okay, just remember. It says God's hand was in the making of these charts, just like God's hand was in the making of the two tables of stone, right? Also, einmal sagt er, Gottes Hand war in der Erstellung dieser Karten, genauso wie Gottes Hand in der Erstellung der zwei Tafeln aus Stein war. Okay, so, okay, now just let's put some things in, before we do that, right? So, we've got these two waymarks here, just like we, or should we say, we've got these three waymarks here, just like we've got the same structure here in the type, right? Wir haben jetzt hier diese drei Wegmarken hier, genauso wie in der Struktur des Typos. So, it's repeating the first,
the second, and the third, right? Also es wiederholt die erste, zweite und dritte. And it says the two distinct calls is Revelation 18, 1-3, often and Revelation 18, 4 and 5. Und sie sagt, diese zwei verschiedenen Aufrufe oder bestimmten Aufrufe sind hier Offenbarung 18, 1-3 und Offenbarung 18, 4 und 5 gewesen. Now, because we know that under the third, the first and second repeat, we can take that and put it down under the first and second, and it should be a parallel structure, right? Wir wissen, dass unter der dritten Engelsbotschaft sich die erste und zweite wiederholen wird. Deswegen können wir es nehmen und parallel setzen hier mit der ersten und zweiten Engelsbotschaft und soll eine perfekte Parallele sein. Hence, she says, when Christ began his public ministry, he cleansed the temple the first time. When he finished the temple, his ministry, he cleansed it the second time, right? Deswegen sagt sie auch hier, dass Christus bei seinem Beginn des Dienstes den Tempel das erste Mal reinigte und ebenso beim Ende seines Dienstes. Two temple cleansings, two temple cleansings, two temple cleansings. Right? Deswegen haben wir jeweils hier immer zwei Tempelreinigungen markiert und dann auch hier unter der dritten. And you see that this is what the church shows, marking these temple cleansings, marking these messages. And it's the messages that clean us, right? It's that heal us. Also es markiert also jetzt hier diese Botschaften, die dann diesen Tempel reinigen werden und uns auch reinigen werden. Wir sind ja auch der Tempel. Because the temple is us, right? Ja, der Tempel, wir sind ja wir. And when Christ began his public ministry here, he announced the work to cleanse the soul temple, this heart of all its defilement, right? Wenn man sagt, dass Christus hier diesen Tempel gereinigt hat, das erste Mal hat er seinen Dienst angekündigt, jetzt das Herz zu reinigen, diesen Seelentempel zu reinigen. So under the second message, right, what's he doing? He's cleansing us through his righteousness before the door closes. Right? Unter der zweiten Botschaft, was tut er hier? Er reinigt uns, bevor diese Tür hier schließt. Okay, quick, maybe it's in my, okay, I'll leave it, I think it's in my next one, if not, I'll talk about the next, but also just... Der Punkt ist, werde ich dann in meiner nächsten Vortrag noch machen. Just as there's a closed door here, genau wie es eine geschlossene Tür hier gab, there's a closed door here, right? Wird es eine geschlossene Tür dort geben. Okay. Oder gab es auch dort and, eine geschlossene Tür. We'll talk about that tomorrow. I'll put that und in das place. Werden wir morgens anschauen, das werde ich dann noch anklappen. Because this closed door is pointing us forward to this closed door. Denn right? Diese geschlossene Tür weist uns vorwärts auf diese geschlossene Tür. Titus 3:10, right? It says, a man that's a heretic after the first and second admonition, reject him, right? In Titus 3:10 sagt, ein Mann, der ein Irrlehrer ist, weise ab nach der ersten und zweiten Zurechtweisung. These things are prophetic, right? Und diese Sachen sind natürlich auch prophetisch. And it says in 1 Corinthians 10:11, all these things are given for our admonition upon whom the ends of the world are come, right? In 1. Korinther 10:11 sagt er, all diese Dinge sind uns zur Warnung aufgeschrieben, auf die das Ende der Welt kommt. And the admonition is it's the types, right, which is the first and second angels' messages. Und diese Warnungen sind die Typen, das ist die erste und zweite Engelsbotschaft. So after the first and second admonition, if you don't accept it, Christ is going to reject you, just like he did to those people here on October 22nd, 1844. Deswegen, nach der ersten und zweiten Verwarnung wird der Herr dich dann verwerfen, wenn du diese Warnung nicht angenommen hast. Brothers and sisters, genauso wie bei den Milleriten. One point I want you to get this week is that that door's about to shut on every single person in this room unless we have on his righteousness. Eine Sache, die ihr unbedingt, oder was ich unbedingt möchte, dass ihr diese Woche versteht, ist, dass die Tür für uns alle hier zugehen wird, es sei denn, du hast die Gerechtigkeit Christi dort an. Okay, maybe not everybody in the room, because our sister is her first time here. She's not accountable for things that she doesn't understand. Also vielleicht jetzt nicht für jeden hier im Raum, denn unsere Schwester ist hier das erste Mal dabei. Sie wird nicht zur Rechenschaft gezogen werden für Sachen, die sie noch nicht versteht. But I know that you're judged upon the light that you know and that you could have known, right? Aber ich weiß, dass
stellen, weil dir sagt, dass du für das Licht zur Rechenschaft gezogen wirst, was du bereits weißt und was du auch hättest wissen können. And practically, maybe Christian not long enough, but everybody else in this room has been studying these things for a long time, right? Und ich denke, fast jeder hier in diesem Raum hat diese Botschaft schon für eine lange Zeit studiert. Okay, so let's just close down with these last couple of points. I just wanted to clarify that the second angel's message repeating under the third is the Sunday law crisis, right? Und was ich nur darstellen möchte und klären wollte, ist, dass wenn die zweite Engelsbotschaft sich unter der dritten wiederholen wird, dass das dann die Sonntagsgesetzkrise darstellt. Okay, it's from Pamphlets 151, page 23. Und wir lesen jetzt which page? The last page. Das beginnt aber schon auf Ende Seite 5. Oh, okay, sorry, I didn't read that. I think we just compared it. So, read it on the last page. Okay, wir lesen doch noch hier auf Seite 5. Das Zitat im großen Kampf. Die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 wurde zum ersten Mal im Sommer 1844 gepredigt und fand damals unmittelbare Anwendung auf die Küsten in den Vereinigten Staaten, wo die Gerichtswarnung am ausgedehntesten verkündigt und zugleich auch verworfen worden war und wo der Verfall in den Kirchen am schnellsten um sich gegriffen hatte. Aber die Botschaft des zweiten Engels fand im Jahre 1844 nicht ihre vollständige Erfüllung. Damals erlitten die Kirchen durch ihre Weigerung, das Licht der Adventbotschaft anzunehmen, einen sittlichen Fall, der aber noch nicht vollständig war. Da sie weiterhin die besonderen Wahrheiten für diese Zeit verwarfen, sind sie immer tiefer gefallen. Jedoch lässt sich noch nicht sagen, Babylon ist gefallen, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden. Sie hat noch nicht alle Heiden oder Völker dahin gebracht, dies zu tun. Der Geist der Verweltlichung und der Gleichgültigkeit gegen die prüfenden Wahrheiten für unsere Zeit besteht und hat in den Kirchen des protestantischen Glaubens in allen Ländern der Christenheit Boden gewonnen. Diese Kirchen schließt die feierliche und schreckliche Beschuldigung des zweiten Engels mit ein. Doch der Abfall hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Die Heilige Schrift sagt uns, dass vor der Wiederkunft des Herrn Satan wirken wird mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit. Und die, welche die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden, werden kräftige Irrtümer empfangen, dass sie glauben der Lüge. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11. Nicht eher als bis dieser Zustand eingetreten und die Vereinigung der Kirche mit der Welt über die ganze Christenheit hergestellt ist, wird der Fall Babylons vollständig sein. Die Veränderung schreitet voran, aber die vollkommene Erfüllung von Offenbarung 14, Vers 8 ist noch zukünftig. So, the Millerite history, when you get to the third angel's message, there's no Sunday law, right? Also in der Miller-Geschichte, als man da zur dritten Engelsbotschaft kam, da gab es noch kein Sonntagsgesetz. It was a moral fall, right? Es war ein moralischer Fall. But it says, not yet can it be said that she's made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Und steht hier, noch kann es nicht gesagt werden, dass sie alle Heiden oder Völker dahin gebracht hat, diesen Wein ihrer Hurerei zu trinken. Okay, that's something that's happening in the future when the second angel's message repeats. Das ist etwas, was in der Zukunft stattfinden wird, wenn die zweite Engelsbotschaft sich wiederholt. And it tells us when it is, right? Two things. Und sie sagt uns, wann das ist, nämlich zwei Dinge. When the church and the world unite. Nämlich wenn die Kirche und die Welt sich vereinigen wird. And when the church reaches that point where of 2 Thessalonians and they reject the truth and receive strong delusion. Und wenn die Kirche hier diesen Zustand von 2. Thessalonicher 2 erreicht, wenn sie die Wahrheit ablehnen und diese starke Täuschung annehmen wird. Okay, it's the church that rejected Christ in the Millerite history. It was the church that rejected Christ in Christ's history. Es war die Gemeinde, die Christus in der Mittelgeschichte abgelehnt hat, und ebenso war es auch die Gemeinde, die Christus in der Zeit Jesu abgelehnt hat. And judgment begins at the house of God. Und das Gericht beginnt beim Hause Gottes. What? Und ratet mal. It's the Seventh-day Adventist Church that's been typified in these histories, right? Es ist ja die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde, die in diesen Geschichten vorausgeschattet worden ist. And it's the Seventh-day Adventist Church that's going to reject Christ. Und es ist die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde, die Christus verwerfen wird. And if it's not, then God is a liar and you can throw your Bible in the bin. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wäre Gott ein Lügner und du könntest deine Bibel in den Mülleimer werfen.
Because she says that all those prophets spoke more for our time than for their own time. Denn Ellen White sagt, dass all diese Propheten mehr für unsere Zeit gesprochen haben als für ihre eigene Zeit. So if you don't want to reject Christ, you have to take these things very seriously, right? Deswegen, wenn du Christus nicht verwerfen willst, musst du diese Sachen wirklich ernst nehmen. Each one of us must realize our own need. Jeder einzelne von uns muss seine eigene Bedürftigkeit erkennen. So, let's now read the last couple of quotes. It tells us exactly what happens when Babylon falls. Die nächsten paar Zitate, die werden uns jetzt exakt zeigen und erklären, was passiert, wenn Babylon fällt. Ende von Seite 5. Johannes schreibt, ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte das ewige Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Offenbarung 14, Vers 6 bis 8. Wie wird das geschehen? Indem man die Menschen zwingt, einen falschen Sabbat zu akzeptieren. So, how is Babylon fallen? Wie fällt Babylon? By forcing people to accept the false Sabbath, right? Indem Menschen gezwungen werden, den falschen Sabbat anzunehmen. So it didn't happen on October 22nd, 1844. It's just a type. Right? Das ist hier am 22. Oktober nicht passiert. Das war nur ein Typus. But were the Millerites tested on the Sabbath in this time period? Aber sind die Milleriten hier am Sabbat geprüft worden in dieser Zeit? Yes, she says very clearly that the Sabbath test came for them. They had to. It was a totally new truth for them, right? Ja, sie sagt es sehr deutlich, denn der Sabbattest kam hier für sie und es war eine völlig neue Wahrheit für sie. Let's give a second witness for that. Next Lass uns einen zweiten Zeugen dafür ranziehen. Nächstes Zitat. Der Prophet sagt, ich sah einen anderen Engel vom Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet mit seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sagte, Babel, die Große ist gefallen. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Wann erreichen ihre Sünden den Himmel? Wenn das Gesetz Gottes durch die Gesetzgebung endgültig außer Kraft gesetzt wird, dann ist das Extrem des Volkes Gottes seine Gelegenheit zu zeigen, wer der Herrscher über Himmel und Erde ist. Während eine satanische Macht die Elemente von unten aufwirbelt, wird Gott Licht und Kraft zu seinem Volk senden, damit die Botschaft der Wahrheit der ganzen Welt verkündigt werden kann. Okay, he's telling us very clearly, right? The angel of Revelation 18 comes when God's people are being forced to keep a spurious Sabbath. Right? Also wir sehen ganz klar, dass der Engel aus Offenbarung 18 kommt, wenn Gottes Volk gezwungen wird, einen falschen Sabbat anzunehmen. Can you receive the latter rain without the former? Kannst du den Spätregen empfangen, ohne zuvor den Frühregen zu haben? No, right? Nein. This is the whole purpose of this period right here, to bring you up to the point where you're ready now to be able to go into that history, right? Das ist ja der ganze Sinn und Zweck dieser Zeit hier, um dich vorzubereiten, in diese Erfahrung eintreten zu können. Okay, much we've got to say on that, but I'll just leave you with that thought. Da können wir noch last viel quote, Great Controversy 390, and then we will close. Also, könnt mal viel drüber sagen. Ich möchte euch mit diesem Gedanken aber jetzt erstmal verweilen lassen. Letztes Zitat, Großer Kampf 393.2. Offenbarung 18 verweist auf die Zeit, da die Kirche infolge der Verwerfung der drei Engelsbotschaften aus Offenbarung 14, Verse 6 bis 12, völlig den Zustand erreicht haben wird, der durch den zweiten Engel vorhergesagt ist. Das Volk Gottes, das sich immer noch in Babylon befindet, wird dann aufgefordert werden, sich aus dieser Bindung zu lösen. Diese Botschaft ist die letzte, die die Welt erhalten wird, und sie wird ihre Aufgabe erfüllen. Wenn die Seelen, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit, 2. Thessaloniker 2,12, kräftigen Irrtümern preisgegeben werden, dass sie der Lüge glauben, dann wird das Licht der Wahrheit allen strahlen, deren Herzen offen stehen, es zu empfangen. Und alle Kinder Gottes, die in Babylon ausharren, werden dem Ruf folgen,
Gehet aus von ihr, mein Volk. Offenbarung 18, Vers 4. So, the Jews in ancient history, they were in captivity in Egypt, right? Also die Juden in der antiken Geschichte waren ja in der Gefangenschaft in Ägypten. And the Jews in ancient history were in captivity in Babylon, right? Und auch die Juden waren in der Gefangenschaft in Babylon. And in both places they were persecuted for their faith. Und in beiden Orten sind sie verfolgt worden für ihren Glauben. And that's why Sister White says that the calling out of the Jews out of Egypt is come out of Babylon. It's the same call, right? Deswegen sagt sie auch, das Herausrufen aus Ägypten ist derselbe Aufruf, wie aus Babylon herauszukommen. It doesn't mean that we're Babylonians, but it means that we're in captivity in Babylon. Das bedeutet nicht, dass wir Babylonier sind, sondern dass wir in Gefangenschaft in Babylon sind. But if you don't heed the call, what will you be? Aber wenn du diesem Ruf nicht nachkommst, was wirst du dann werden? You will be a full-fledged Babylonian, right? Du wirst wirklich ein wahrer Babylonier werden. Because if you don't heed that call, you will receive the mark of the beast. It's that simple, right? Denn wenn du diesem Aufruf nicht Folge leistest, dann wirst du das Malzeichen des Tieres bekommen. Es ist so einfach. Okay, so this message is everything. It should be. Sister White says the third angel's message is to engross the whole mind and the whole attention. Deswegen, diese Botschaft sollte alles für uns sein. Sie sagt ja auch, die dritte Engelsbotschaft soll unsere ganzen Gedanken, unsere ganze Aufmerksamkeit beschäftigen. Nothing else is to come before it. Nothing, right? Nichts soll davor stehen. Okay, and we need to get that right in our lives. Amen? Und das müssen wir unbedingt richtig stellen in unserem Leben. Amen. So, we'll confirm this step by step as we go through this week. Und das werden wir Schritt für Schritt bestätigen in diesen folgenden Vorträgen. Shall we close with prayer? Sollen wir mit einem Gebet abschließen? Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, Lord, we want to thank you for this week. Herr, wir möchten dir danken für diese Woche. We want to thank you for the great mercy that you've given us to be here. Und wir möchten dir danken für diese große Gnade, die du uns zuteil werden hast lassen, dass wir hier sein dürfen. We want to thank you for your great love for us in allowing us to hear the wonderful things out of thy law. Und wir möchten dir großen Dank erreichen für die große Liebe, die du uns zuteil werden lässt, indem wir die wunderbaren Dinge aus deinem Gesetz hören können. Dear Father, when you think about how many billions and billions and billions of stars are out there. Und Herr, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Abermilliarden Sterne da draußen sind and how many billions of people are on this planet. Und wie viele Milliarden von Menschen hier auf diesem Planet allein sind, and yet we are a few privileged people, the first to be really hearing and accepting this truth. Und dennoch sind wir hier eine Handvoll Leute, die dieses Vorrecht haben, diese Wahrheiten zu hören. But dear Lord, it says, who hath despised the day of small things? Aber es steht geschrieben, wer hat den Tag der kleinen Anfänge verachtet. So Lord, I pray that you would let us not be discouraged because our numbers are small. Und deswegen bitte ich, Herr, dass du uns nicht entmutigt sein lässt, nur weil unsere Anzahl klein ist. Because Lord, you've shown us many stories where you do great things with a few people. Denn Herr, du hast uns viele Geschichten gezeigt, wo du große Dinge auch mit einer kleinen Anzahl von Menschen getan hast. And help us to trust in your word and not in the numbers or in our feelings or in people or in anything that's not according to your word. Und Herr, bitte hilf uns, dass wir in dein Wort vertrauen und nicht in Anzahl oder Gefühlen oder irgendwas, was nicht im Einklang ist mit deinem Wort. Please pour out your Holy Spirit this week. Bitte Herr, gieße deinen Heiligen Geist aus diese Woche. And lead us into all truth. Und führe uns in alle Wahrheit. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen.